werden, liebe Aquaball-Freunde, herzlich willkommen zur Auslosung für das große Aquaball-Turnier am Wochenende hier im Ahauser Aquahaus. Es geht um die DSV Champions-Turnier, die offizielle deutsche Meisterschaft im Aquaball. Und wir haben das vierte von fünf Turnieren in diesem Jahr auf dem Programm stehen. Und heute findet hier im Aquahaus die Auslosung statt. Ich darf bei mir begrüßen zum einen den Vorsitzenden der DLRG Ortsgruppe Ahaus, Andreas Kemper, verantwortlich für die Organisation des Turniers. Und von den Aquaguards, einem der teilnehmenden Mannschaften, Sebastian Kemper, ebenfalls in der DLRG Ortsgruppe Ahaus. Euch beiden ein herzliches Willkommen. So, wir beginnen jetzt gleich direkt und wollen auch gar nicht viel Zeit verlieren mit der Auslosung des Damenturniers. Wir haben am Start vier gemeldete Mannschaften, die um die Punkte spielen werden, nach dem Modus jeder gegen jeden. Also eigentlich ganz einfach. Da wird ohnehin jedes Team auf jedes andere treffen. Insofern können wir da ganz locker anfangen. Wir beginnen mit Andreas, der das erste Los jetzt ziehen wird. Genau, schön mischen. Wir schauen mal, wer das Eröffnungsspiel bestreiten wird. Die Damen Aqua Tigers aus Schweinfurt. Die Aqua Tigers aus Schweinfurt. Die Aqua Tigers aus Schweinfurt Nummer 1. Treffen im Eröffnungsspiel auf, Andreas, wenn du das zweite Los ziehen würdest. Sebastian, entschuldige. Kein Problem. Bunny Hunters 1 aus Dachau. Die Bunny Hunters 1 aus Dachau. Also sofort ein Klassiker, die Aqua Tigers gegen die Bunny Hunters aus Dachau. Eröffnungsspiel am kommenden Samstag. Ich glaube um 8:30, ganz früh morgens geht es schon los, also da müssen die Mädels wirklich schon fit sein. Direkt nach dem Frühstück geht es ins Becken. So, im Spiel 2. Weiter mit den Soesterhaien aus Soest. Die Soesterhaie, die Damenmannschaft der Soesterhaie, streitet also das zweite Spiel. Und da bleibt ja nur noch eine Mannschaft übrig. Sebastian, das sind dann unsere Damen. Natürlich die Gastgeberin. Die Aquaguards aus Ahaus treffen also zunächst auf die Damen aus Soest. So, alle Partien finden Sie nachher natürlich im Internet, in unserem Spielplan. Aber ich denke, bei den Damen ist es relativ einfach. Vier Mannschaften, jeder gegen jeden. Vielleicht noch kurz zum Modus. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Danach das Torverhältnis. Danach geht es um die meisten geworfenen Tore. Und gespielt wird 2x5 Minuten. So, nachher alles nochmal im Überblick. Wir machen jetzt weiter mit den Youngsters. Das sind also die ganz jungen Aquaguards.